Vielen Dank, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Stadtrat. Ich glaube, die Debatte haben wir im Ausschuss sehr intensiv geführt, haben wir heute auch in der Früh bei der Fragestunde, glaube ich, hat so jeder seine offenen Fragen beantwortet bekommen, beziehungsweise konnten wir vielleicht noch Vorbehalte ausräumen. Ich persönlich finde, und ich rede jetzt schwerpunktmäßig natürlich über die Möglichmachung von Ganzjahresscharnigärten, worum es ja eigentlich jetzt geht, fix im Gesetz und halte das für sehr, sehr wichtig und versuche in meiner Rede aber auch ein bisschen darauf einzugehen, was jetzt so an Kritik von den innerstädtischen Bezirken gekommen ist. Und ich finde, da ist sehr viel Angst dabei. Und wie wir wissen, Angst in der Politik ist nicht zwingend das, was wir uns wünschen. Ich kann sie aber nachvollziehen, weil der innerstädtische Raum natürlich vor besonderen Herausforderungen steht. Und wenn, da gibt es viel Tourismus, da gibt es viel Leben, da gibt es viele Lokale und dort ist was los. Aber genau das macht diese Bezirke ja aus. Und was viele vergessen, und das höre ich jetzt auch immer in den Argumentationen der Bezirksvorsteher des 1., des 8. und des 7. Bezirkes, dass sie sagen, jetzt wird eine Flut an Schanigärten kommen. Auf was hinauf? Seit 3 Jahren machen wir das bereits als Corona-Maßnahme möglich. Und glauben Sie ernsthaft, oder ich denke, ernsthaft wird geglaubt von diesen Bezirksvorsteherinnen, dass dadurch, dass wir das jetzt einfach fix ins Gesetz implementieren, alle Gastronomen dieser Stadt und der Innenstadt hergehen werden und sagen, ich mache jetzt, weil es fix im Gesetz ist, obwohl es schon 3 Jahre möglich ist, mache ich jetzt erst meinen Schanigarten. Ich persönlich glaube, es wird nichts passieren. Ich persönlich glaube, dass sich die Schanigärten nicht erweitert werden. Das Einzige, was passieren wird, und das haben wir in diesem Gesetz auch festgelegt, ist, dass Kontrollen besser möglich sind und nicht nur Kontrollen, sondern auch Maßnahmen. Das war bis jetzt nämlich immer unklar. Jetzt ist es möglich, jemanden den Schanigarten zu entziehen. Jetzt ist es auch möglich, die Strafen anders anzusetzen. Und jetzt ist es auch möglich, wenn jemand über den Winter einen Schanigarten als Lager benutzt oder ihn zweckentfremd nutzt, ihm dem zu entziehen. Das heißt, genau diese Menschen, die Bedenken haben mit den innerstädtischen Bezirken, die wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht haben der letzten 3 Jahre, dass das vielleicht zweckentfremdet benutzt werden, die haben jetzt endlich den Hebel. Insofern ist es für mich unverständlich, außer es herrscht vielleicht irgendein politisches Kalkül dahinter, wie man sich jetzt dagegen verwehren kann und sagen kann, das geht nicht und das wird jetzt eine Flut und wir werden den öffentlichen Raum zerstören und der Handel wird darunter leiden. Nein, ich stehe hier und gerne in einem Jahr führen wir noch einmal die Diskussion und ich bin davon überzeugt, dass sich die Anzahl vielleicht minimal erhöhen wird und vor allem bin ich überzeugt, dass wir hier endlich eine unbürokratische, langfristige Lösung geschaffen haben, die sowohl Ganzjahresscharnigärten möglich macht, aber auch, wie es ursprünglich gewohnt war, einen Sommer- und einen Winterscharnigarten als Wahlmöglichkeit haben. Das heißt, es geht um Entbürokratisierung, es geht um Entlastung der Unternehmerinnen und es geht um ein gutes Miteinander in unserer Stadt und das macht dieses Gesetz möglich und ich plädiere deswegen auf Zustimmung. Vielen Dank.